81 Holz hat er einfach weggeschmissen. Der ist wahnsinnig, der Typ. Mehr Energie! Die Pläne haben euch... Oh, Iridiumbarren. Und damit herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Das ist die zweite Woche im Sommer. Wir sind wieder dabei. Und jetzt kann ich auch Intros machen, weil ich weiß, wann die nächste Folge anfängt und wo sie endet und überhaupt. Meine Videos gehen eine halbe Stunde. Das ist länger als dadurch... Warum steht hier ein Ofen? Du musst übrigens gießen. Ich habe immer noch keine Gießkanne. Kannst unserer Katze oben übrigens auch was zu trinken geben? Ich könnte. Ich kann es aber auch sein lassen. Du machst das jetzt. Shelly wird verdurst. Ich schmeiß sie gleich in den Teich. Die hat noch nie was zu trinken bekommen. Also doch, von mir einmal. Ich habe einmal Wasser aufgefüllt. Ich glaube, sie ist schon längst verdurstet. Ja, dann brauchst du auch jetzt nicht zu trinken. Mülleimer. Außerdem, was glaubst du eigentlich, wo ich das Baguette ganz am Anfang aus der ersten Folge her hatte? Weiß ich nicht. Willst du dann auch nicht wissen. Oh Gott, das hast du doch vergessen. Komm schon, Tuna. Ich glaube, man kann Tuna sowieso nur morgens angeln. Das war, glaube ich, der Clou. Ist das einer? Ist es einer? Fisch. Da ist er doch schon. Sehr gut. Den erstmal direkt zu George bringen. Wusstest du, dass wenn du Aufträge erfüllst, kriegst du immer genau das Geld für die Items, als hätte das Item die beste Qualität? Nein. Von daher ist es auch voll die Verarsche, wenn jemand sagt, ich kaufe das und das zum dreifachen Marktpreis. Wenn du dann aber in der höchsten Qualität ihnen das bringst, dann ist es gar nicht der dreifache Marktpreis, sondern es ist einfach nur ganz normaler Marktpreis. Dann werde ich jetzt heute mal schauen, ob ich einen Feuerquarz finde. Heute hat Gas Geburtstag. Gas. Ja, Gas. Ich glaube, der AJ ist doch rechts. Nein. Jaha. Ich werde mich diesen Sommer so schön bräunen. Okay, dafür kriegst du jetzt einen Schokoriegel. Das ist ein Müsli-Riegel. Das ist ja ein dummes Geschenk. Ja, scheiße. Ich weiß nicht, warum du unsere ganzen Müsli-Riegel verschenkst. Ich schenke Linus lieber eine Weintraube und das findet er super. Soll ich mal bei Joja-Markt was kaufen? Don't do it. Ist sowieso alles teuer. Ich dachte, das ist da günstiger. Nur wenn du die Mitgliedschaft hast. Ist hier nirgendwo Feuerquarz, hier ist nur normaler Quarz. Ich glaube, wir haben heute Pech, denn ich finde die Leitereingänge nicht. Ich bin auf Ebene 85, aber ich habe immer noch keinen Feuerquarz gefunden. Und jetzt habe ich auch keine Energie mehr, also raus hier. Aber Ebene 85. Ja. Was war dein Ziel? 100 war dein Ziel heute, ne? Was? Nein, was? Also heute, du hast es doch irgendwas gesagt, heute waren wir 100 erreicht oder 110. 110, aber das war nicht heute, das war doch vor ein paar Tagen. Also ja, ich dachte mit heute die Session. Ist damit gemeint? Nein, das war eigentlich mit der eines Tag in Stardew Valley gemeint, aber egal. Oh, schaffen wir. Achso, ist der Bahnhof jetzt eigentlich frei? War das das Erdbeben? Können wir hier hoch? Der Bahnhof ist frei. Auf zum Bahnhof. Jetzt mal schauen, ob ich den Bahnhof finde. Hier ist das Badehaus. Wo ist der Bahnhof? Ich mache mich jetzt nackt. Okay, alles klar, that escalated quickly. Und jetzt wird baden gegangen. Hier kann man nämlich ganz viel Energie regenerieren. Ja? Ja. Noch mehr als im Bett. Wie auch immer das möglich ist. Aber ja. Okay, ganz schnell raus hier, bevor AJ reinkommt. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Deswegen sag ich ja, schnell raus hier. AJ geht wahrscheinlich auch in die weibliche Umkleide, also schnell weg hier. Man kann in die weibliche Umkleide gehen. Das ist die Frauenumkleide, du kannst da nicht rein. Aber hallo. Ich identifiziere mich doch als Frau. Muss ich mich jetzt ausziehen? Achso. Passiert automatisch. Muss ich mich jetzt ausziehen? Es geht aber echt schnell nach oben. Sag ich ja. Das Problem ist halt nur, dass meistens bringt, also vor allem im Multiplayer bringt es halt nichts, weil wir halt so viel Zeit verlieren, ja. Und bis man da halt auch erstmal rein und raus ist, da kann man echt eher sich was zu essen kaufen oder so. Wieder Spaghetti kaufen, die überteuert waren. Am besten direkt 20. Dann haben wir aber kein Geld mehr. Ich glaube noch nicht mal, dass wir uns 20 leisten können. Es kostet doch 250. Wir können uns sogar 40 leisten fast. Und los. Ich verkaufe Hallo Katze. Weg, weg, weg.
AJ, das ist nicht dein Haus. Wetterbericht, kurz gucken. Hallo? Hol dir dein eigenes. Okay. Das kannst du dir übrigens auch im Museum abholen. Also sofern die Belohnungen da auch doppelt sind, aber müssten sie eigentlich. Sonnenblumen, das Tolle an Sonnenblumen ist, dass man die immer wieder neu anpflanzen kann. Dann kann ich gleich erstmal, sobald der Schmied offen hat, mir meine Gießkanne wieder abholen. Morgen gießt du alleine. Ach, jetzt habe ich aus Versehen meine Gießkanne schon wieder abgegeben. Ich gieß morgen. Evelyn will eine Cave Carrot. Ärgerlich, dass ich zwei davon gegessen habe. Tja, siehst du? Jetzt würden wir zwei benötigen, weil du wirst die Quest hier auch haben. Gut, dass wir noch 10 Stück haben. Die nehme ich jetzt alle mit. Da du das ganze Geld ausgegeben hast. Ich weiß nicht, was du meinst, aber ich habe auf einmal so viel Platz im Inventar. Aha. Aha, aha. Aha. Nächste Tasche geht auf mich. Also... Nein, also... Gerne! Wenn du das fahren willst. Gibt nur leider keine nächste Tasche mehr. 36k. Aber es ist ja... Ja, die, ja, okay. 36.000 Platz. Okay. Nehme ich. Wo hast du diese Tasche her? Hier aus dem Labor. Was ist das? Ein schwarzes Loch. Das einzige Problem dabei ist, dass wenn einmal was reinfällt, man nichts mehr rausholen kann. Auf in die Mine. Okay. Die Frage ist, sollen wir Eisenerz farmen oder... Oh, Demetrius. Sollen wir Eisenerz farmen oder einfach weiter tiefer in die Mine? Tiefer. Tiefer. Ich habe keinen Bock auf die Schleime. Tschüss. Gold. Das Problem ist, wir brauchen immer noch Eisen. Da oben ist eine Leiter. Das ist Feuerquarz. Er rennt einfach am Feuerquarz vorbei. Er ist wahnsinnig. Ach, das ist Feuerquarz. Da bin ich schon ein paar Mal vorbeigelaufen vorhin. Ja, das brauchen wir doch. Habe ich doch gesagt. Leider hier oben. Direkt noch ein Leiter, aber hier ist auch ganz viel Golderz. Und Amethysten, die will ich haben. Brauche ich für Abigail. Abigail. Ich habe noch 17 Energy. Wir brauchen doch nichts essen. Wir gehen einfach weiter runter. Ja, neues Schwert. Endlich. Das nächste Level ist auch ein Kampflevel. Perfekt. Bitte charge nicht einfach so in die Gegner rein. Das macht viel zu viel Schaden. Immer schön auf Abstand halten. Hast du noch genug Leben? Ja, fast. Junge, du lässt dich voll von denen umzingeln. Das ist nicht gut. Toll. Was passiert? Ich bin gestorben. Ach so. Ich sag ja, bitte nicht so in die Gegner reinchargen, ey. Ich geh nie wieder hinterher, wenn du sowas machst, ey. Jetzt habe ich den Feuerquarz verloren, na super. Mit AJ in die Mine zu gehen, ist viel zu gefährlich, ey. Ist das Feuerquarz? Ja, das ist Feuerquarz. Das ist sehr schön, dann gib das am Gemeinschaftszentrum ab. Ich muss jetzt erstmal wieder entspannen. Von dem ganzen Stress, den man da hat, wenn man mit AJ in die Mine geht. Du bist gestorben, nicht ich. Ja, wegen dir. Weil ich dir helfen wollte. Deswegen habe ich auch gesagt, das mache ich nie wieder. Weil das einfach dumm war. Gut, dass ich unser ganzes Geld vorher ausgegeben habe, ey. Oha, wer bist du denn? Du siehst cute aus. Ach, du bist Abigail. Das ist meine. Nö. Ja. Warte, ich habe Feuerquarz für dich. Pass auf, schenke ich dir. Die will kein Feuerquarz, außerdem müssen wir das im Gemeinschaftszentrum abgeben. Dann kriegt sie halt das hier. Was hast du dir dabei gedacht? Das ist furchtbar. Was hast du ihr gegeben? Eisenerz. Ach ja, gut. Ich muss mir um AJ keine Sorgen machen. Wieso? Ich nehme dir doch nicht deine Frau weg. Und ganz offensichtlich auch nicht. Ich bin gut in der Frauenwelt aufgehoben. Wie viele Herzen hab ich denn? Ja, minus 4. Bin komplett. Finally. Hier sind die Junius, Hüter des Waldes. Junimos, Hüter des Waldes. Wieder heile. So, und die Omnigeode kommt gleich in die Verkaufskiste. Und dann muss ich zusehen, wie ich einen neuen Mitspieler bekomme. Wieso? Weil ich gesagt habe, ich pack die Omnigeode da rein. Ja und? Ja. Ich dachte, du haust mich, wenn ich irgendwelche komischen Sachen da rein immer reinwerfe. Ja, es bringt halt einfach nichts, aber
ist jetzt nicht so schlimm bei Omnigeoden. Die sind halt nur nichts wert. Also, legit zero. Sei froh, dass man das nicht vor deine Tür stellen kann. Gute Nacht. Einfach so dieses Ausatmen. Ja. Ja, ja, es ist okay. Sag mal! Ich dachte mir, weil du so gerne Fernsehen guckst, wollte ich dir den Weg dahin etwas angenehmer gestalten. Ja, erstmal ins Bettchen gehen. Was passiert? Ich hab Albtraum. Ich hab nein. Das war Tag 9. Ein neuer Brief. Hallo Aljoscha, morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau am Strand. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Bring auf jeden Fall getragene Socken mit. Nee, etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil. Also sei bitte höflich und zuvorkommend. Komm zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand. Bürgermeister Louis. Guck mal, was ich jetzt kann. Alles klar, viel Spaß beim Machen, ne? Du machst das schon. Hier irgendwas, was wir anpflanzen können. Verkaufen können. Das sollten wir alles irgendwie dieser so. Dieser scheiß Ofen hier, oder? Ey. Du, ich hab hier da nicht hingesetzt, Medium. Nee, ich weiß, das war ich, aber. So, jetzt komm mal mit. Okay. Wie viele Sachen liegen hier denn rum? Kann ich hier einsteigen? Auf in die Mine. LOL. LOL. What? Angriff. Oh, wer bist du denn? Zwerg. Auf in Level 90. Los, Mojo. Das hat sich ja angehört wie 70% der Leute, die in meiner Stadt leben. Ich glaube, that's not possible. Der AJ steht da wieder mittendrin, aber diesmal helfe ich ihm nicht. Krabbe! Ah! Oh Gott, das ist ein Kampfding. Och nee. Und hier ist auch noch alles voll. Erstmal die Grapes essen. Bisschen heilen. Hier ist viel zu viel Fläche für die Slimes. Das ist scheiße. Aue! Aue! Aue, weißt du? Oh, Vorsicht, wenn du den Debuff von den Dingern hast, kriegst du ultra viel Schaden. Ich hab noch 8 KP. Dann lass dich besser nicht hitten. Oder geh raus oder so, keine Ahnung. Achso, wir können übrigens die Shorts des Bürgermeisters auch in die Suppe schmeißen. Das wollen wir aber auch nicht. Wir wollen die woanders präsentieren. Wollen wir den wirklich bloßstellen, den Typen? Willst du es nicht? Ich hatte jetzt eigentlich nicht daran gedacht, das zu tun, nein. Aber warum nicht? Wieso sollte ich? Jetzt komm nicht mit, wieso solltest du das nicht tun? Ja, warum solltest du das nicht tun? Aus ethischen Gründen. Ich kenne keine ethischen Gründe. Ich habe gerade einen Baum in der Stadt gefällt. Wir sollten vielleicht auch mal die Pilze aus der Dings häufiger mal abholen. Weißt du, da haben wir extra so eine schöne Höhle, wo wir Pilze bekommen. Und dann nutzen wir die gar nicht. Ich will auch schneller Bäume fällen als du. Dann würde ich dir empfehlen, schnapp dir Kupfer und ein paar 2000 Money und dann... Ich verkaufe jetzt das alles hier. Oh, 68 weg. Einfach alles, was ich jetzt gerade geerntet habe, ist weggeschmissen worden. Das Holz? Hä, was? Ja, selbst die paar Holz habe ich weggeschmissen, ja. Wir haben so viel davon. Wir haben überhaupt nicht viel davon. Wir haben noch ein paar hundert. Ach ja, wir haben ja eine Brücke gebaut. Ich habe eine Brücke gebaut. Du weißt, dass man hinterher für Gebäude oder sonst was teilweise 500, 600 Holz braucht, um die zu bauen. Wir haben nicht viel Holz. Das ist jetzt ärgerlich und ich weiß nicht, ob das Holz jetzt oben drauf liegt. Nee. Okay, AJ bekommt keine Axt anscheinend, weil der kann damit nicht umgehen. Ich kann damit umgehen.
Gut, dass wir die Forest Farm genommen haben, ey. Ich glaube, AJ bekommt doch eher die Bronze-Gießkanne. Die ist bei ihm sicherer aufgehoben. 81 Holz hat er einfach weggeschmissen. Der ist wahnsinnig, der Typ. Warte mal, war heute nicht Luau? Oh, tatsächlich. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob du auch was reintun kannst, aber schnapp dir mal den silbernen Blumenkohl. Geht er einfach an den Bäumen, die ich vor dem Weg gepflanzt habe, dran vorbei. Was fällt mir nur ein? Kann ich hier was reinwerfen? Ja, lass mich das aber zuerst machen. Okay, erst du. So, wenn du jetzt noch kannst, kannst du auch reinpacken. Okay. Du hast Blumenkohl in die Suppe gegeben. Shoppe. Hat der Shop hier irgendwas Sinnvolles? Nö. Palmenaufkleber. Toll, AJ. Die Brücke ist schon wieder kaputt. Hast ja toll repariert. Bäh. Das war bestimmt das Erdbeben. Ey, da unten ist der Wizard of Oz. Ich kann nicht mit dir reden. The Wizard of Oz, das Wiesel aus dem Osten. Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut. Erstmal also, die Unterhose. Also, Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Natürlich, ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Warum rede ich eigentlich alle so alt? Weil die alle alt sind. Stimmt. Ufu. Ufu. Ah, eine sehr angenehme Suppe. Die Erzeugnisse dieses Tals enttäuschen mich nie. Toll, dein silberner Cauliflower hat alles kaputt gemacht. Echt? Wenn's... Ja gut, ich weiß halt nicht, ob das was bringt, wenn du nichts reintust und ich nur den goldenen. Aber im Normalfall, wenn du einen goldenen Cauliflower da reintust, ist das die beste Suppe aller Zeiten. Ach so. Lecker. Ihr habt alle wirklich gute Arbeit geleistet. Wer will sonst noch etwas Suppe? Da kommen sie alle. Weil die Sache ist, das gibt halt für uns Freundschaftspunkte, wenn wir das gut machen. So, mit allen das, in der Stadt. Das Luau war ein voller Erfolg. Gut, dass ich etwas Leckeres für die Suppe mitgebracht hatte. Zeit nach Hause zu gehen. Wieder 22 Uhr, ja klar. Yay, wir haben jetzt mit allen Freundschaftspunkte. Wenn wir es gut gemacht hätten, also so mega gut, dann hätte es noch mehr gegeben. Sehr erfolgreich. Die haben richtig viel Geld gemacht heute. Ganze 87 Gold. Tomaten und Hopfen. Sollen wir Bier machen? Genau, du gießt einfach und ich geh einfach. Nein. Hey, hey, da war der Katz hinterm Baum. Du bist stärker, als du aussiehst, Uwu. Das ist kein Uwu-Charakter, AJ. Danke. Was? Sie ist kein Uwu-Mensch, AJ. Sie ist eigentlich so typisch Cheerleaderin, beliebtes Mädchen-Style, die aber eine dumme Nuss ist. Für mich? Danke dir! Aber was war das jetzt für ein weirdes Event? Bei 2, 4, 6, 8 und 10 Herzen bekommst du halt jeweils Events mit den Charakteren. Oh, und ab wann kann ich sie heiraten? Wenn alle Herzen voll sind. Bei 10 Herzen. Erstmal in die Mine. Das Glück ist heute nicht auf unserer Seite. Die Sache ist, Glück beeinflusst halt alles. Also du fängst halt auch schlechtere Fische oder weniger und sowas halt. Das Wasser ist grün. Wo? Am Meer. Nimm dich nur vor Penny in Acht. Wieso? Weil Penny so auf ultra schüchtern tut, aber die sich irgendwie auch an jeden hier ranschmeißt. Tja, Helly, das war's wohl, ne? Also. Ich hab schon wieder eine super Seegurke an der Strippe, aber die ist ein bisschen aggressiv. Ist sie verbuggt? Sie bewegt sich nicht mehr. Was war das denn jetzt am Ende? Oder magst du so Esoterik, Leute? Was Esoterik mit. Die sagen, Steine heilen Krebs, Alter? Nee. Abschaum.
Gut, dann ist Emily schon mal nichts für dich. Ich bleib beim Cheerleader-Mädel. Okay. Bei der dummen Nuss also. Ja, egal. Dumm, ne? Gut. Das Einzige, was ich hier schon mal sagen kann, und das ist total out of character irgendwie, Hayley mag keine Diamanten. Aha. Also kommen niemals auf die Idee, ihren Diamanten zu geben. Man müsste ja eigentlich denken, ach, Hayley, das ist so eine, ja, die steht doch total auf dicke Klunker oder so. Nee, überhaupt nicht. Die mag kannst immer Kuchen und Narzissen. Ja, und Kokosnüsse. Kokosnüsse? Also magst du doch irgendwas? Das ist das Einzige, was ich jetzt weiß. Also die pinken Torten, Ui, sieht aus, als würde sich ein Sturm nähern, rechnet mit Blitz und Donner. Können wir schon Dingsabumse machen? Kannst du schon Blitzableiter machen? Ich kann's nicht. Nö. Egal, morgen muss nicht gegossen werden, also ab in die Mine. Fishing Level 8. Buddy. Buddy. Melonen! Okay, wir brauchen noch mehr Goldmelonen. Wir brauchen mehr Melonen. Aber wir haben aber heute kein Glück, ne? Ja, das macht nichts. Diamanten! Noch mehr Diamanten. Edelsteine sind eigentlich immer gute Geschenke für die meisten Leute. Also dafür muss ich ja arbeiten. Das musst du für alles. Hier ist die Leiter. Ab auf Ebene 100. Für die Sternfrucht, Noms. Was bringt das? Mehr Energie. Wow. Mehr Energie! Du hast eine Sternfrucht gefunden. Dein Verstand ist voller Gedanken und Andöner. deine maximale Energie wurde erhöht. Cash weg. Einfach weg. Ja, das kostet sehr viel, aber Melonen geben auch ultra viel Geld zurück. Also das ist das Beste, was du eigentlich kaufen kannst. Aber wir machen Plus, richtig? Ja, das auf jeden Fall. Aber wir brauchen die auch fürs Gemeinschaftszentrum. Ja, wie gesagt, Melonen sind sowieso das Beste, was du eigentlich kaufen kannst. Das sind die teuersten Seeds, aber die geben auch am meisten zurück. Guck mal, ob es ja eine Quest für heute gibt. Da habe ich auch noch gar nicht nachgeschaut. Habe ich. Für Topaz, für Elliot. Heute ist auch Samstag. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass Elliot sogar in die Kneipe später geht. Aber wir können auch mal gucken, ob wir ihn unten am Haus antreffen. Weil es regnet auch und da sind manchmal die Schedules sowieso ein bisschen anders. Nee. Das heißt, wir müssen entweder warten, bis er rauskommt. Und die da oben steht der Seemann. Wollen wir bei dem eigentlich schon was kaufen? Nee. Das ist aber halt echt das Problem, weil es regnet, weiß ich nicht, ob Elliot überhaupt kommt. Das ist Lea. Gut, wenn Lea kommt, kommt Elliot wahrscheinlich auch. Pam ist wieder betrunken. Die ist immer betrunken. Alter, erstmal hier Arcade spielen. Der AJ gibt unser ganzes Geld aus. Das kostet Geld? Ja, aber nicht viel. Also ich glaube irgendwie, du wirfst halt eine Münze rein oder so. Ich habe gerade nochmal, also ich bin rausgegangen, nochmal von vorne gemacht. Immer noch 1034. Oh, ich dachte, wir hätten gerade 1035 gehabt. Ich kann nichts machen. Wie, du kannst nichts machen? Ja, ich habe jetzt nichts mehr zu tun. Spitzhacke. Steine. Hier unten sind ganz viele große Steine. Das stimmt. Ich kann die ganz großen Steine schon abbauen. Deine Spitzhacke ist nicht stark genug. Das ist einfach so dieses Geräusch-Ding. Guck, so macht man das. Siehst du, so macht man große Steine kaputt. Ich frage mich auch, warum man. Also, Gold ist ja ein unfassbar weiches Material. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum das nächste Upgrade ist. Das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber naja. Tag 14. Das war Tag 13. Blaubeeren sind fertig. Hey, Kleiner! Achso. Hey, Kleiner, meine Kehle ist so trocken wie ein, wie ein Wüstenknochen. Würstchenkarton. Das ist so helle. Ich hab Würstchenkarton gelesen. Mich düstet es nach etwas hellem Bier. Hast du eins? Reguläres Bier wird nicht reichen. Ich brauche helles Bier. Ich weiß nicht mal, wie man helles Bier herstellt, aber ja. Elliot sieht so aus, okay. Ja, der ist halt unten. Das Problem ist halt, dass es jetzt die ganze Zeit regnet. Ich habe keine Ahnung. Hä? Ich dachte, ohne Mist, du hättest das eingesammelt. Es lockt das jetzt draußen. Du hast eine Muschel? Ich hab die Muschel. Ich hab. Warte. Lol. Ist sie Gold? Ja. Ihr beide auch. Haben wir die jetzt kopiert?
Warte, es liegt hier noch was? Ja, warte, der Seeigel. 1, 2, 3. Hast du es bekommen? Ja, ich habe eine Koralle. Okay, sehr interessant. Wir kopieren Sachen, aber bei mir sammelst du das nicht ein. Ja, hast du denn, also ich habe... Hast du denn auch einen Seeigel? Ich habe auch Seeigel. Na gut, wir haben alles kopiert. Bringt nur nichts, weil die Forageables kaum was wert sind, aber egal. Ja, egal. Verkaufen wir trotzdem. Das Problem ist halt nur, es nimmt halt so, also wenn du jedes Mal halb bis drei zählen musst, nimmt das wieder so viel Zeit weg, in der man auch anderen Scheiß machen kann, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Ja, ist halt richtig. Also es ist schon sinnvoller, bei 3 zu zählen, wenn man Geld von der Bank abhebt. So müssen wir im Real Life mal machen. Wir stellen uns, Oh, das ist die Pilzebene. Es gibt jeden Tag eine Ebene, die voller Pilze ist. Ja. Das konnte man früher ultra abusen, weil du halt, einfach immer wieder auf die Ebene gehen konntest und die Pilze sammeln und die sind ultra viel wert, also wenn man es in diesem Ausmaße macht. Ja. Und gerade jetzt bei sowas wie Level 101 wäre das mega geil gewesen, weil du halt einfach raus rein, weil die 101 kommst ja direkt rein. Und jetzt ist es aber alles random. Es ist nicht random, sondern die Ebene, wenn du die einmal gelootet hast, taucht die dann nicht mehr als Pilzebene auf. Aua. Die Fledermäuse. Oh, Iridiumbarren. Das ist nice, den musst du auf jeden Fall mitnehmen. Und pass auf, dass du nicht stirbst. Verkauf den auf gar keinen Fall, die sind mega, mega selten. So, ich gehe jetzt erstmal Sachen verkaufen. Wo kann man seine Sachen verkaufen? Die Schwerter und Schuhe und so oben in der Abenteurergilde. Achso, da bin ich doch noch gar nicht drin, glaube ich. Hä, doch, kannst du doch jetzt rein. Wo? Mittlerweile wirst du ja wohl 10 Slimes getötet haben, oder? Dritte Abenteuergilde bei, wo ist die? Neben der Mine direkt. Also wenn du rausgehst und dann nach rechts gehst. Und wie trete ich da jetzt bei? Wisst ihr, wenn du, sobald du da reingehst. Also es ist mehr oder weniger ein Betreten als ein Beitreten, aber ja,